Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und im Stream. Wir Piraten wollen die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen stärken. Und das ist der Grund, warum wir dieses Gesetz eingebracht haben. Denn weder Rot noch Grün stehen in diesem Land für Transparenz. Beide Fraktionen haben es in den letzten 5 Jahren nicht geschafft, ein Transparenzgesetz in den Landtag einzubringen. Auch wenn die Abgeordneten der SPD und der Grünen regelmäßig anderes behaupten, Transparenz per Gesetz hat es mit ihnen nicht gegeben. Vielfältig sind die Ausreden, mit denen Anträge und Gesetzentwürfe von uns Piraten zu mehr Transparenz, zu mehr Offenheit, zu Open Data und zu offenen Standards abgelehnt wurden. Jetzt aktuell ist es halt ist zu kurzfristig. Was es bei Rot-Grün gegeben hat? Freiwillige und unverbindliche Angebote. Ich habe hier noch den Bericht zum Fortschritt von Open Data in der Landesverwaltung. Der ist ungefähr ein Jahr alt. Da ist auch ganz toll erzählt, was man so alles vorhat. Unter anderem steht dann drin, dass halt das Transparenzgesetz noch im ersten Halbjahr im Innenministerium beraten wird und in der Ressortabstimmung ist. Das hat es alles nicht überlebt. Das Open-NRW-Projekt befristet bis nach der Wahl. Und Transparenz immer nur dann, wenn sie der Mehrheit gefällt, wenn man die eigene Arbeit gut darstellen möchte oder wenn man durch vermeintliche Transparenz von den eigentlichen Problemen ablenken möchte. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich Kollege Stotko heute Mittag hier hinstellt und die Veröffentlichung der Zeugenaussagen im PUA Anis Amri noch vor der Beweiswürdigung und dem Schlussbericht des PUA ankündigt. Zugleich hat man uns aber die sowieso jährlich zu erhebende Zahl von Straftaten in Verbindung mit der Videoüberwachung in der Düsseldorfer Altstadt vorenthalten, mit dem Hinweis, dass die Bekanntgabe der Zahlen der für 2018 vorgesehenen Evaluierung vorgreifen würde. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist nicht die Art von Transparenz, die wir Piraten wollen. Wir wollen Transparenz per Gesetz, verbindlich für alle Stellen und Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben ausführen. Wir wollen ein einklagbares Recht für die Öffentlichkeit, Zugang zu Informationen, Akten und Daten der öffentlichen Hand zu erhalten. Und auch der viel gefeierte Open Government Pakt des Innenministers mit den Kommunen ist nicht viel mehr als eine Absichtserklärung auf freiwilliger Basis. Da hat man einen Kongress veranstaltet, da hat man Experten zu nicht öffentlichen Diskussionsrunden ins Ministerium eingeladen. Und Herr Minister Jäger, gibt es denn im Open Data Portal des Landes bis heute auch nur einen einzigen Datensatz, der von allen Kommunen eingestellt wurde? Können Sie einen nennen? Also nein, da ist nichts. Und das spricht ja dann auch Bände über die Qualität des Open Government Pakts. Und weil uns all das nicht reicht, wollen wir ein Recht auf Open Data per Gesetz. Wir wollen, dass es ein verbindliches, notfalls einklagbares Recht auf Open Data gibt. Auf die Bereitstellung von vorhandenen digitalen Daten der öffentlichen Hand im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes. Nach den Bemerkungen der Vorredner ist so mit einer Zustimmung für dieses Gesetz nicht zu rechnen. Herr Kollege Hegemann, ich bedanke mich für Ihre Anmerkungen. Ich hatte jetzt gerade fast den Eindruck, wenn wir weiter das zusammen hier gemacht hätten, hätten wir es noch gemeinsam durchgebracht vielleicht sogar. Dazu wird es nicht kommen, aber jetzt noch ein Hinweis, will ich Ihnen gleich überreichen. Open Government, Open Data, besonders die Konrad-Adenauer-Stiftung ist da auch sehr hinterher und sehr weit vorne. Aber da wir das nicht zusammen machen können, anscheinend wird es noch weitere Anläufe benötigen und ganz offensichtlich ist für Transparenz in Nordrhein-Westfalen ist es notwendig, dass die Piraten hier im Landtag da sind. Die werden hier gebraucht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einige von Ihnen wissen, dass ich nicht mehr für den nächsten Landtag kandidiere. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken für die gute und bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr faire Zusammenarbeit. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte in der Zeit als Abgeordneter und für die Möglichkeit, ich glaube, die ein oder andere Anregung hier doch eingebracht zu haben. Ich weiß, dass meine Nachfragen und Berichtsanforderungen manchmal genervt haben, vor allen Dingen das Ministerium, den Minister, aber ich finde, das muss so sein. Ich kann Ihnen nur sagen, es war nie Selbstzweck und es waren, glaube ich, auch noch viel zu wenige Fragen. Es hätte noch mehr sein können. In diesem Sinne, vielen Dank
und auf Wiedersehen, wann und wo auch immer. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann.